Weiß nicht. Mehr von ihnen. Ja, ihr habt mich gerade so getriggert mit diesem mongolischen Essen, ne? Und ich hab so einen Hunger. Ich glaube, ich werde mir heute wieder irgendwas. Also, was heißt wieder? Ich habe mir echt lange nichts bestellt. Aber ich glaube, ich werde mir heute mal was bestellen müssen. Ich habe leider noch keinen Seil-Dingens. Boah, das wird so schlimm hier. Das wird so schlimm. Wenn wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kisten möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Da ist Munition drin. Ich will auf keinen Fall verlieren. Sind wir sicher? Ich habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis überläuft. Hallo, Hangman! Das war Konstantins Hubschrauber. Also ich werde heute wohl Pizza bestellen, weil Freddy fresh Spargelwochen. Wie hat dir denn die, die Dingspizza gefallen? Von Dings? Kockraut, würde ich gerade sagen. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Konstantin, ich stelle mir der Kleine mit sich Kontakt rot an. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Muss sie irgendwo noch anders hin? Boah, die sehen mich da hinten, ne? Okay. Shit. Die meisten Rationen sind bei ich will hier gerne ungesehen durch. Das hier ist ein Fehlschlag. Ich habe auch gestern Abend zu lange YouTube-Kochvideo gesehen. Darunter auch Mongolien-Beef zum selber machen. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen. Das, was ich gestern gemacht habe, da habe ich tatsächlich Ankerkrautgewürz reingehauen. Bratkartoffelgewürz. Und das war so lecker. Oh, scheiße, den hätte ich voll erwischen können. Also, ich habe zwar einmal Sahne zu viel reingemacht, aber es war echt so lecker. Ach stimmt, ich habe ja noch die Nudeln für heute. Ob ich mich hier durchgeschlichen bekomme, hä? Gesehen. Fand deine Kartoffeln. Die waren auch. Es war wirklich. Es hat richtig gut geschmeckt. Zück den Block und Zettel. Spinat-Gemüse-Lasagne. Ja, klingt auch super. Also, die gucken halt alle überhaupt nicht in meine Richtung. Wahrscheinlich könnte ich einfach durchlaufen. Wir sind alle sehr, sehr, sehr beschäftigt. Wie war das? So. Sterbt mal ein bisschen leiser. Wie das keiner mitkriegt, ja, ne? Chat, wir waren bei 4. Ja, wir sind immer noch bei 4. Und drüber lang, ne? Darf jetzt so keiner beim Plündern sehen. Ja.
vor mir, ne? Die Ecke zu gucken. Das finde ich aber super, ne? Dass man in diesen Tomb Raiders entweder richtig rumballern kann oder einfach durchlaufen. Kein WoW heute? Renier, seit einem Jahr spielen wir sonntags nie WoW. Und hallo Dr. Dubstep. Irgendwas bei den Zäunen? Irrlicht. Aber den ersten Überfall haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Oh, Scheiße. Das sollte ein Routine-Einsatz sein. Der Weg ist nie leicht. Aber Trinity erwartet trotzdem, dass wir ihn gehen. Ich frage, ob ihr gleich einen um die Ecke gesneakt kommt. Das klingt halt so. Hört mal auf, euch da zu bewegen. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Melde dich, wenn du das liest. Das ist ein Tonband. Melde dich, wenn du das liest. Da ist einer. Ah, da wird er umgedreht. Hm, ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Kann jetzt Russisch der Stufe 1 übersetzen? Mit wem hat er vorhin gesprochen? Ja, die Toten fallen wirklich nicht auf, ne? Dadurch, dass sie so Matschepampe braun tragen, wenn die da im Schlamm liegen, kriegt keiner mit.
Sarah. Schönen Sonntag. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschieß ihn! Aha! Was könnte diese Waffe nur bedeuten? Ein schrecklicher Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wusste. Nicht nur du, deine ganze Familie. Jeder. Ein Qual. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles. Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstoff. Hab ich gerade noch was zu lesen gesehen hier? Ach da. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Ich soll da jetzt reinschießen, ja? Wahrscheinlich. Na shit. Hört der uns überhaupt zu? Nur du und ich! Schießt du gerade gegen die Beine? Bist du ein bisschen... Aua! Oh Gott. Aua. Ich will wirklich heilen. Habe ich mal vorsichtshalber gemacht. War nicht so gut im Treffen gerade. Ist der schon tot hier? Sie haben ihn... gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh, das ist ja nervig. Okay, geht nicht. Zack, zack, zack. Oh, ich hab ganz schön viel Munition da drin, ne? So. Was haben wir denn hier? In der Ausrüstung. Benötigen Sie den Dietrich? Oha! Claudi wird unser Überleben in der Apokalypse sichern. Bestimmt. Nimmst dir nur ein Liquid. Nur T3-Subs, Liquid. Ich werde mich nur um T3-Subs kümmern und Leute mit 3000 Stunden Zuschauerzeit. Genau. Und T3-Subs und Leute mit 3000, also die beides haben, also die werden versorgt. Die werden ein schönes Leben während der Apokalypse führen. Okay, ich will da oben einfach durchhüpfen. Alles klar. Ah! Hi! Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Hm.
Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Der Arme. Bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir's. Wir dürfen nach dem Angriff noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kuppel ist was zu. Oh, fuck. Ich seh mal nach. Bestätigt. Moment mal. Das sehe ich mir an. Zusammenbleiben. Die sind nicht besonders intelligent. Intelligenz. Die sind nicht besonders intelligent. Ich erlöse den mal, ja? Hab ich alle? Das war ein bisschen zu einfach, oder? Also zum aktuellen Stand hätten wir auch als ein bisschen schwerer spielen können. Mein Inventar ist voll. Das ist ja was ganz Neues. Ich habe mir diese Antis-SC3-Sub so Ende wie die Jungs da. Da ist jemand tot umgefallen, da muss ich doch mal gucken gehen. Ja. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Ach, das hätte ich ja auch gleich machen können, oder? Da hätte ich auch gleich mal so ein... Ich muss da bestimmt bloß dagegen schießen oder so. Mit ein bisschen Feuer. Ja, damit zum Beispiel. Explodiert doch bestimmt gleich, wollte ich sagen. Das ist nur der eine? Junge? Hat ich dir helfen? Woher weiß er denn, dass ich hier bin? Ah! Kacklappen! Aua! Woher wusste der denn, dass ich da oben bin? Kann ja ganz schön eiskalt sein, das sind böse Puben. Sagt Claudi, eindrucksvoll demonstriert, warum du so viel Klugheit mehr bist als wie die. Als wie Modi. Wir müssen die Flammen ausdrehen. Oh! Da war irgendwas. Ich glaube, der hatte eine Granate in der Hand. Die er dann hat fallen lassen, leider. Ich hab den da oben gar nicht gelootet. Menno. Hä? Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Thank you.
Verlegte 0 von 18. Ah, da unten ist noch ein Stern gewesen. Naja, das können wir ja vielleicht im Anschluss nochmal machen mit den 100%. Ich habe den Erfolg zwar schon, aber wir können es ja trotzdem machen. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander, aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Ich weiß es, ich weiß es. Auch sehr praktisch. Mit meinen katzenhaften Reflexen kann es ja doch mal sein, dass ich ein bisschen zu langsam bin, ja? Soll ja vorkommen. Ah, Ratzschussabweichung erhöht den Schaden. Okidokili. Reflexe? Ja, ja. Noch was zum Einsammeln? Ja. Oh, hab ich schon. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Da nicht über die Brücke gehst, ist ja wohl klar. Mann getroffen! Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Winke, winke. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ich habe gerade meine eigenen Probleme. Tut mir leid. Sie sind also keine Feindin und keine Verbündete. Verstehe. Halten Sie sich von uns fern. Drücken Sie zum Aktivieren der Mission E. Hallo, kann ich noch helfen? Wir müssen diese Repeater zerstören. Wenn wir Ihre Kommunikation unterbrechen, können Sie auf Angriffe nicht so schnell reagieren. Zerstören Sie sie oder lassen Sie mich in Ruhe, wie Sie wollen. Ja, na klar. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie so ein Repeater aussieht, ne? Oh, sag bloß mein Stemmding, das ist noch nicht gut genug. Wow. Oh, Lara, jetzt hör mal auf, so rumzublibbern. Huch. Ich hab da hinten schon ein paar Wölfchen gesehen. Meine beiden können das auch. So, einfach so nehmen und... aus dem Kontext gerissen? War das jetzt ein bisschen komisch? Vielleicht, ich weiß. Aber ihr müsstet euch den Leo jetzt hier vorstellen, wie es gerade eben war, ja? Kleiner Kasten mit zwei blinden LEDs, der in einer Steckdose steckt. Oh, wait.
habe ich denn die gerade gesehen? Ah, da. Oder? Hä, da waren doch gerade Wölfe hinter uns. Wieso sehe ich denn die jetzt nicht mehr? Weiß ich, Lara. Ich glaube, die sind da, wo das Grüne ist, oder? Oh, waren das nicht Tiere, Peter? Warum sehe ich da fünf Pünktchen? So, na, als Herausforderungscup. Ich glaube. Der mein WLAN-Repeater. Nee, ich glaub nicht. Hä, wieso ist denn dein. Sag mal. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Hallo, Parva. Nationales Grab. Wahrscheinlich dann da drüben. Das die Höhle mit den Wölfen? Nein? Nein. Ins Dunkel. Ah, das gehört aber mit zu der Haus, oder? Okay. Immer noch nicht als Münzversteck. Komisch. Wahrscheinlich, weil die einfach rumliegen und nicht versteckt sind. Damien, der Baumeister des Propheten. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er... besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, später.